Mr. White Mouth. In meiner Kindheit war meine Familie wie ein Wassertropfen in einem riesigen Fluss, der nie lange an einem Ort blieb. Wir ließen uns in Rhode Island nieder, als ich 8 Jahre alt war, und blieben dort, bis ich in Colorado Springs aufs College ging. Die meisten meiner Erinnerungen sind in Rhode Island verwurzelt, aber es gibt Fragmente auf dem Dachboden meines Gehirns, die zu den verschiedenen Häusern gehören, in denen wir gelebt haben, als ich noch viel jünger war. Die meisten dieser Erinnerungen sind unklar und sinnlos. Die Verfolgung eines anderen Jungen im Hinterhof eines Hauses in North Carolina, der Versuch, ein Floß zu bauen, das auf dem Bach hinter der Wohnung, die wir in Pennsylvania gemietet hatten, schwimmen sollte, und so weiter. Aber es gibt eine Reihe von Erinnerungen, die so klar wie Glas sind, als ob sie erst gestern entstanden wären. Ich frage mich oft, ob es sich bei diesen Erinnerungen nur um luzide Träume handelt, die durch die lange Krankheit in jenem Frühjahr hervorgerufen wurden. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass sie real sind. Wir wohnten in einem Haus, etwas außerhalb der geschäftigen Metropole New Vineyard, Maine, mit 643 Einwohnern. Es war ein großes Gebäude, besonders für eine dreiköpfige Familie. Es gab eine Reihe von Räumen, die ich in den 5 Monaten, die wir dort wohnten, nicht gesehen habe. In gewisser Weise war es eine Platzverschwendung, aber es war das einzige Haus, das damals auf dem Markt war, zumindest im Umkreis von 1 Stunde um den Arbeitsplatz meines Vaters. Am Tag nach meinem 5. Geburtstag, den meine Eltern allein verbrachten, bekam ich Fieber. Der Arzt sagte, ich hätte Mononukleose, was bedeutete, dass ich mindestens 3 Wochen lang nicht spielen durfte und noch mehr Fieber hatte. Wir waren gerade dabei, unsere Sachen für den Umzug nach Pennsylvania zu packen, und die meisten meiner Sachen waren bereits in Kisten verpackt, sodass mein Zimmer leer war. Meine Mutter brachte mir mehrmals am Tag Ginger Ale und Bücher, die in den nächsten Wochen meine Hauptunterhaltung darstellten. Die Langeweile lauerte immer um die Ecke und wartete nur darauf, ihren hässlichen Kopf zu erheben und mein Elend zu verschlimmern. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich Mr. Whitemouth kennengelernt habe. Ich glaube, es war etwa 1 Woche, nachdem bei mir Mono diagnostiziert worden war. Meine erste Erinnerung an die kleine Kreatur war, dass ich ihn fragte, ob er einen Namen hätte. Er sagte mir, ich solle ihn Mr. Whitemouth nennen, weil sein Mund groß sei. In der Tat war alles an ihm groß im Vergleich zu seinem Körper. Sein Kopf, seine Augen, seine krummen Ohren. Aber sein Mund war bei weitem das Größte. »Du siehst ein bisschen aus wie ein Furby«, sagte ich, als er in einem meiner Bücher blätterte. Mr. Whitemouth hielt inne und sah mich verwirrt an. »Furby? Was ist ein Furby?« fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. »Du weißt schon, das Spielzeug. Der kleine Roboter mit den großen Ohren. Man kann ihn streicheln und füttern. Fast wie ein echtes Haustier.« »Oh.« Mr. Whitemouth nahm seine Tätigkeit wieder auf. »So etwas braucht man nicht. Wir sind nicht das gleiche wie ein echter Freund.« Ich erinnere mich, dass Mr. Whitemouth jedes Mal verschwand, wenn meine Mutter vorbeikam, um nach mir zu sehen. »Ich lag unter deinem Bett«, erklärte er später. »Ich will nicht, dass deine Eltern mich sehen, weil ich Angst habe, dass sie uns nicht mehr spielen lassen.« Während dieser Zeit haben wir nicht viel gemacht. Mr. Whitemouth schaute sich meine Bücher einfach nur an, fasziniert von den Geschichten und Bildern, die sie enthielten. Am 3. oder 4. Morgen, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, begrüßte er mich mit einem breiten Lächeln im Gesicht. »Ich habe ein neues Spiel, das wir spielen können«, sagte er. »Wir müssen damit warten, bis deine Mutter kommt, um nach dir zu sehen. Und sie darf uns nicht sehen, wenn wir es spielen. Es ist ein geheimes Spiel.« Nachdem meine Mutter zur üblichen Zeit weitere Bücher und Limonade gebracht hatte, schlüpfte Mr. Whitemouth unter dem Bett hervor und zog mich an der Hand.
Wir müssen in das Zimmer am Ende des Flurs gehen, sagte er. Ich wehrte mich zuerst dagegen, denn meine Eltern hatten mir verboten, mein Bett ohne ihre Erlaubnis zu verlassen. Aber Mr. Whitemouth ließ nicht locker, bis ich nachgab. Das betreffende Zimmer hatte weder Möbel noch Tapeten. Die einzige Besonderheit war ein Fenster gegenüber der Tür. Mr. Whitemouth huschte durch den Raum und gab dem Fenster einen kräftigen Stoß, sodass es aufflog. Dann winkte er mir, auf dem Boden darunter zu schauen. Wir befanden uns im zweiten Stock des Hauses, aber es lag auf einem Hügel und von diesem Winkel aus war die Fallhöhe wegen der Neigung größer als zwei Stockwerke. Ich spiele hier oben gerne so, als ob, erklärte Mr. Whitemouth. Ich tue so, als gäbe es ein großes, weiches Trampolin unter diesem Fenster und ich springe. Wenn man es sich stark genug vorstellt, springt man wieder hoch wie eine Feder. Ich möchte, dass du es versuchst. Ich war 5 Jahre alt und hatte Fieber, und als ich nach unten schaute und die Möglichkeit in Betracht zog, durchzuckte mich nur ein Hauch von Skepsis. Das ist ein langer Fall, sagte ich. Aber das gehört zum Spaß dazu. Es wird keinen Spaß machen, wenn es nur ein kurzer Fall wäre. Dann könnte man genauso gut auf einem echten Trampolin hüpfen. Ich spielte mit dem Gedanken und stellte mir vor, wie ich durch die Luft falle, um dann auf etwas Unsichtbaren zurück zum Fenster zu hüpfen. Aber der Realist in mir gewann die Oberhand. Vielleicht ein anderes Mal, sagte ich. Ich weiß nicht, ob ich genug Fantasie habe. Ich könnte mich verletzen. Mr. Whitemouths Gesicht verzerrte sich zu einem Knurren, aber nur für einen Moment. Die Wut wich der Enttäuschung. Wenn du meinst, sagte er. Den Rest des Tages verbrachte er mucksmäuschenstill unter meinem Bett. Am nächsten Morgen kam Mr. Whitemouth mit einer kleinen Schachtel. Ich möchte dir beibringen, wie man jongliert, sagte er. Hier sind ein paar Dinge, mit denen du üben kannst, bevor ich dir Unterricht gebe. Ich schaute in die Schachtel. Sie war voll mit Messern. Meine Eltern werden mich umbringen, schrie ich, entsetzt darüber, dass Mr. Whitemouth Messer in mein Zimmer gebracht hatte. Gegenstände, die meine Eltern mir niemals erlauben würden anzufassen. Ich bekomme den Hintern versohlt und ein Jahr lang Hausarrest. Mr. Whitemouth runzelte die Stirn. Es macht Spaß, damit zu jonglieren. Ich möchte, dass du es versuchst. Ich schob die Schachtel weg. Ich kann nicht, ich werde Ärger bekommen. Messer kann man nicht einfach so in die Luft werfen. Mr. Whitemouths Stirnrunzeln vertiefte sich zu einem finsteren Blick. Er nahm die Schachtel mit den Messern, schlich sich unter mein Bett und blieb dort den Rest des Tages. Ich begann mich zu fragen, wie oft er unter mir war. Danach hatte ich Probleme mit dem Schlafen. Mr. Whitemouth weckte mich oft nachts und sagte, er hätte ein echtes Trampolin unter das Fenster gestellt. Ein großes, das ich im Dunkeln nicht sehen konnte. Ich lehnte immer ab und versuchte wieder einzuschlafen, aber Mr. Whitemouth ließ nicht locker. Manchmal blieb er bis zum frühen Morgen an meiner Seite und ermutigte mich zum Springen. Es war nicht mehr so lustig, mit ihm zu spielen. Eines Morgens kam meine Mutter zu mir und sagte mir, dass ich ihre Erlaubnis hätte, draußen herumzulaufen. Sie meinte, die frische Luft würde mir gut tun, besonders nachdem ich so lange in meinem Zimmer eingesperrt war. Begeistert zog ich meine Turnschuhe an und trabte auf die hintere Veranda, wo ich mich nach dem Gefühl der Sonne auf meinem Gesicht sehnte. Mr. Whitemouth wartete schon auf mich. Ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte, sagte er. Ich muss ihm einen seltsamen Blick zugeworfen haben. Denn dann sagte er, es ist sicher, ich verspreche es. Ich folgte ihm zum Anfang eines Wildpfades, der durch den Wald hinter dem Haus führte. Es ist ein wichtiger Pfad, erklärte er. Ich habe viele Freunde in deinem Alter gehabt. Wenn sie bereit waren, habe ich sie auf diesen Pfad geführt,
an einem besonderen Ort. Du bist noch nicht so weit, aber ich hoffe, dass ich dich eines Tages dorthin bringen kann. Ich kehrte zum Haus zurück und fragte mich, was für ein Ort jenseits dieses Pfades lag. 2 Wochen, nachdem ich Mr. Whitemouth kennengelernt hatte, war die letzte Ladung unserer Sachen in einen Umzugswagen gepackt worden. Ich würde auf der langen Fahrt nach Pennsylvania neben meinem Vater im Führerhaus dieses Lasters sitzen. Ich überlegte, ob ich Mr. Whitemouth sagen sollte, dass ich abreisen würde. Aber schon mit 5 Jahren begann ich zu ahnen, dass die Absichten dieses Wesens vielleicht nicht zu meinem Vorteil waren, auch wenn er etwas anderes behauptete. Aus diesem Grund beschloss ich, meine Abreise geheim zu halten. Mein Vater und ich saßen um 4 Uhr morgens im Lastwagen. Er hoffte, es mit Hilfe eines endlosen Vorrats an Kaffee und einem Sixpack Energy Drinks bis morgen Mittag nach Pennsylvania zu schaffen. Er wirkte eher wie ein Mann, der einen Marathon laufen wollte, als einer, der 2 Tage lang stillsitzen wollte. »Früh genug für dich?«, fragte mein Vater mit einem Anflug von Mitleid. Ich nickte und lehnte meinen Kopf gegen das Fenster, in der Hoffnung auf etwas Schlaf, bevor die Sonne aufging. Ich spürte die Hand meines Vaters auf meiner Schulter. »Es ist der letzte Schritt, mein Sohn, ich verspreche es. Ich weiß, es ist schwer für dich, so krank wie du warst. Sobald Daddy befördert wird, können wir uns niederlassen und du kannst Freunde finden.« Ich öffnete meine Augen, als wir rückwärts aus der Einfahrt fuhren. Ich sah die Silhouette von Mr. Whitemouth in meinem Schlafzimmerfenster. Er stand regungslos da, bis der Lastwagen auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Mit dem Steakmesser in der Hand winkte er mir mitleidig zum Abschied. Ich habe nicht zurückgewunken. Jahre später kehrte ich nach New Vineyard zurück. Das Grundstück, auf dem unser Haus stand, war bis auf das Fundament leer, da das Haus einige Jahre nach dem Auszug meiner Familie abgebrannt war. Aus Neugierde folgte ich dem Pfad, den Mr. Whitemouth mir gezeigt hatte. Ein Teil von mir erwartete, dass er hinter einem Baum hervorspringen und mich zu Tode erschrecken würde. Aber ich spürte, dass Mr. Whitemouth weg war, irgendwie mit dem Haus verbunden, das nicht mehr existierte. Der Weg endete auf dem New Vineyard Friedhof. Mir fiel auf, dass viele der Grabsteine von Kindern stammten.